Polizei sucht mit Foto nach vermisster Seniorin. Die Duisburger Polizei sucht nach der 81-jährigen Rosemarie L. Die Seniorin wurde zuletzt am vergangenen Sonntag gegen 10 Uhr an ihrer Wohnanschrift in Düssern, Schweizer Straße gesehen. Die Vermisste ist etwa 1,52 Meter groß und wiegt etwa 45 Kilo. Sie hat ihre graumelierten Haare zu einem Pagenschnitt geschnitten. Frau L. macht einen gepflegten Eindruck. Zur Bekleidung können keine gesicherten Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0203 282 mal die 0 entgegen. Entscheidung zum Love Parade-Verfahren verzögert sich weiter. Die endgültige Entscheidung über einen Love Parade-Strafprozess wird wohl noch einige Zeit dauern. Grund ist, dass nun die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf ebenfalls hinzugezogen wurde. Nachdem das Landgericht vergangene Woche mitteilte, kein Hauptverfahren zum Love Parade-Unglück zu eröffnen, hatte die Staatsanwaltschaft Duisburg Beschwerde eingelegt. Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf muss nun über die Beschwerde entscheiden. Wie lange dies dauere, sei offen, erklärte ein Sprecher der Düsseldorfer Behörde. Sollte sich die Generalstaatsanwaltschaft der Beschwerde anschließen, gehe die Akte zur Entscheidung an das Oberlandesgericht Düsseldorf. NRW tritt Klage gegen Atomkraftwerk Tihange bei. Nordrhein-Westfalen wird der Klage der Städteregion Aachen gegen das belgische Atomkraftwerk Tihange 2 beitreten. Damit wehrt sich das Land nicht nur politisch, sondern auch juristisch gegen den Weiterbetrieb des Reaktors Tihange 2, bei dem massive Sicherheitsprobleme festgestellt wurden. Das Atomkraftwerk liegt nur etwa 65 Kilometer Luftlinie von Aachen entfernt. Trotz Rissen im Reaktorblock entschloss sich die belgische Atomaufsicht 2015, das Wiederanfahren des Reaktors zu erlauben. Laut Umweltminister Johannes Remmel verstehe man den Klagebeitritt auch als politisches Signal an die besorgte Bevölkerung und die belgische Regierung, dass man atomare Gefahren aus dem Ausland nicht tatenlos akzeptiere. Leitbildentwicklung Duisburg. Auftaktveranstaltung am Sonntag. Die Stadtspitze will Duisburg zu einem positiven Image verhelfen. Dafür soll ein Leitbild entwickelt werden, so die Stadt. Der Auftakt zu diesem Vorhaben startet am kommenden Sonntag, den 17. April, in einer öffentlichen Veranstaltung im kleinen Saal der Mercatorhalle. Im ersten Schritt sollen aktuelle Fragen zum Thema Duisburger Image diskutiert werden. Dazu sind alle Duisburger eingeladen, sich mit Vorschlägen und Ideen zu beteiligen. Nach der Auftaktveranstaltung können sich alle Bürger in Ideenwerkstätten in den Stadtbezirken aktiv und kreativ einbringen. Beginn der Veranstaltung ist um 15 Uhr. Open Air Folk Festival in Rheinhausen. Am Pfingstsamstag, den 21. Mai, findet wieder rund um das Rheinhauser Jugendzentrum Tempel und die Bergheimer Mühle das große Open Air Folk Festival statt. Bereits zum 23. Mal präsentieren die ehrenamtlichen Macher ihr Festival mit insgesamt 9 Live-Acts auf 2 Open Air Bühnen. Mit dabei sind hochkarätige internationale Musiker aus dem Folk-Bereich. Das genaue Programm erscheint in den kommenden Tagen. Finanziert wird das Festival über die Verzehreinnahmen. Was übrig bleibt, wird in diesem Jahr dem Rheinhauser Verein mehr Flüchtlingshilfe gespendet. Zentralbibliothek gibt Einblicke in historische Buchsammlung. Zum Welttag des Buches am Samstag, den 23. April, bietet die Zentralbibliothek im Stadtfenster um 11.30 Uhr und um 13.30 Uhr je eine Besichtigung der Sammlung Historische und schöne Bücher an. Die hochkarätige Sammlung hat auf der dritten Etage der neuen Zentralbibliothek eine gestaltete Präsentationsfläche erhalten. Insgesamt befinden sich hier rund 3.500 Druckwerke, die einen erlesenen Überblick über die Geschichte des Buches seit dem 14. Jahrhundert und des Buchdruckhandwerks seit dem 15. Jahrhundert geben. Die Teilnahme ist kostenlos. Der Treffpunkt für die Führung ist die Information auf der dritten Etage der Zentralbibliothek. Eine Voranmeldung ist erforderlich. Führung durch Hamborner Abtei. Am Samstag, den 16. April, wird um 10.30 Uhr wieder eine öffentliche Führung durch die Abtei Hamborn angeboten. Gezeigt werden die Abteikirche, der romanische Kreuzgang und die Schatzkammer. Treffpunkt ist in der Kirche. Eine Voranmeldung ist erforderlich. Blauer Himmel, Sonnenschein, der heutige Dienstag bescherte uns ein angenehmes Wetter. Am Mittwoch zieht es sich dann schon wieder zu. Insgesamt gibt es mehr Wolken als Sonne, die Werte liegen zwischen 8 und 16 Grad. Mit Regen ist allerdings nicht zu rechnen. Am Donnerstag gibt es wieder Sonne pur, bei Höchstwerten von 17 Grad wird es schön. Es bleibt zudem trocken, zum Ende der Woche wird es dann durchwachsen. Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab, bei Werten zwischen 9 und 15 Grad kann es regnen.
Achtung Autofahrer, auch morgen wird im Stadtgebiet wieder geblitzt. Und zwar auf der Mainstraße in der Altstadt und auf der Warzinger Straße in Obermeiderich. Und Baustellen verhindern die freie Fahrt. In Alt-Homberg ist seit gestern die Duisburger Straße gesperrt. Betroffen ist die südliche Einmündung in die Friedhofsallee. Die Stadtwerke verlegen hier Stromkabel. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis zum 13. April. Und in Hüttenheim ist noch bis Mitte Mai der Einmündungsbereich Schulz-Knaut-Straße-Mündelheimer Straße gesperrt. Grund sind Bauarbeiten auf der Mündelheimer Straße. Diese erhält zwischen Schulz-Knaut-Straße und Angerbrücke eine neue Fahrbahndecke. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt.